Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Wir stehen gerade auf dem Seitenstreifen am Ende der A14 und sind auf dem Weg mit einem Renault Magnum nach Soltau. Wir werden jetzt ein bisschen mit diesem Wintermod, den wir drin haben, die winterlichen und ja, verschneiten Landstraßen von Deutschland ein wenig unsicher machen. Klar, es ist jetzt noch nicht der Heavy Winter Mod, aber es ist der Frosty Weather Mod und damit haben wir im Endeffekt auch schon mal gute Winterstimmung draußen. Und wenn ich bei mir jetzt draußen aus dem Fenster gucke gerade, dann sieht es ziemlich genau genauso aus und deswegen passt das alles wunderbar. Ihr seht schon, mein Magnum hat auch ein paar Kilometer schon gelaufen, 16.923. Das heißt im Prinzip, dass wir heute die 17.000 in diesem Video voll machen werden. Dann ist mein Magnum einfach schon bei den 17.000 Kilometern. Das ist definitiv ein Grund zu feiern. Und deswegen sind wir auch mit dem Wintermod unterwegs. Ich hatte da einfach wieder mega Bock drauf. Ich habe den schon ewig nicht mehr benutzt, logischerweise. Wer will schon bei Sommertemperaturen draußen im ETS mit einem Wintermod durch die Gegend fahren? Aber ich finde den echt schön, ich finde den hübsch. Und vor allem hier in Deutschland, du fährst über so eine verschneite Landstraße mit deinem Renault Magnum. Und draußen ist es halt einfach verschneit und kalt und es ist einfach cool. Es macht einfach Spaß, macht Laune. Und ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, ob ihr auch gerne Wettermods nutzt oder ob das eher weniger was für euch ist. So, wir ziehen mal die Handbremse an, dann kann ich nämlich auch ganz schnell mal einen Schluck trinken. Komischerweise sehr starke Kopfschmerzen heute. Ich hoffe, die werden im Laufe des Tages noch besser. Ich muss nämlich heute noch ein, zwei Videos aufnehmen, tatsächlich. Aber gut. Ich hoffe, die Ampel da vorne wird auch bald mal grün, weil ich würde ganz ehrlich gesagt ganz gerne mal weiterfahren. Das Video hier wird im Vergleich zu dem letzten, was ich aufgenommen habe, mit dem MAN F2000 wahrscheinlich wirklich kurz und knapp. Aber schauen wir mal. Je nachdem, wie lange die Baustellenampel hier vor uns noch rot bleiben will und auch wie schnell der Bus vor uns dann gleich vorwärts kommt, müssen wir dann mal gucken. Aber ich finde das Renault-Interieur gerade wieder ganz cool. Ich bin dann schon wieder etwas länger nicht gefahren. Und wenn ich mich hier so umgucke mit den beigen Sitzen und dem hellen Holz und sowas, aber auch den dunklen Sachen hier, finde ich gut. Ich bin einfach mittlerweile ein ziemlich großer Renault-Magnum-Fan geworden. Und 90% meiner Zuschauer werden mich nicht verstehen, wenn ich das sage. Aber für mich ist es einfach einer der coolsten LKWs aller Zeiten. Noch definitiv einer der, die ich am liebsten durch die Gegend fahre im ETS, was man auch an den 17.000 Kilometern sieht, die wir jeden Moment voll machen werden. Und das Health Game habe ich ja noch nicht so lange, das habe ich erst seit, ich glaube, seit das Austria Rebuild rauskam, das war in der 1.44, glaube ich. Seitdem habe ich diesen Spielstand und seitdem bin ich 17.000 Kilometer Magnum gefahren. Was ja ungefähr so viel ist wie 17 Spielstunden im ETS 2. Mit der Info könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich meinetwegen für verrückt halten oder für wahnsinnig oder was auch immer. Aber ich bin einfach mittlerweile ein Magnum-Freund geworden. Wobei ich ja immer noch so ein bisschen einem guten MAN TGX 05 hinterher war. Ich meine, ja, es gibt den von XBS, der dann von irgendjemandem geupdatet wurde, aber den finde ich vom Innenraum her jetzt auch nicht so super, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und ansonsten gibt es da halt einfach gar nichts. Also auch der von Mazda, der alte, wird nicht mehr weiter geupdatet, zumindest nicht gut geupdatet. Da funktioniert ständig irgendwas nicht. Vermisse ich schon so ein bisschen. Also wenn ich mir irgendeinen Mod wünschen darf, den ich nächstes Jahr auf jeden Fall im ETS 2 sehen will, dann ist es ein vernünftiger MAN TGX Euro 5. Weil das ist definitiv neben dem Magnum auch einer meiner absoluten Lieblingstrucks, glaube ich. Habt ihr wahrscheinlich noch nie von mir gehört, aber ist ja auch kein Wunder, weil ich den auch noch so gut wie nie im ETS fahren konnte, seit ich diese Videos mache. Oh jo, jetzt setzt er halt erstmal zum Überholen an. Das ist, glaube ich, naja, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee bei solchen Witterungsverhältnissen, aber der weiß schon, was er macht. Sind wir tatsächlich auch schon in Uelzen, aber wir fahren ja noch ein Stückchen weiter bis nach Soltau und es macht gerade einfach Laune, so ein bisschen über die verschneiten deutschen Landstraßen zu fahren. Abbiegung rechts vor Ihnen. Das hat schon was. Das ist schon cool. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier erstmal
rechts raus. Aber das muss er auch und ich hoffe, er biegt natürlich vor uns rechts ab. Links geht's in die Stadtmitte, okay. Da fahren wir natürlich auch hin, ne, weil wäre ja auch sonst Quatsch, wenn wir nicht in die Stadtmitte fahren würden. Vielleicht können wir hier aber auf der Brücke noch ein schönes kleines Thumbnail machen. Wenn wir so ein bisschen an der Uhrzeit drehen, na, eher weniger, aber vielleicht können wir trotzdem hier irgendwie. Ja, es sieht doch eigentlich trotzdem auch trotzdem Schatten vor uns, sieht das hier doch ganz, ganz geil aus. Vielleicht noch so ein bisschen nach oben. Oder so. Ja, komm, das ist doch gut. Mit dem Dorf im Hintergrund und dem Fluss daneben uns, das passt doch. Ist doch wunderbar. Warum macht meine Stimme eigentlich gerade schon wieder einen Abgang? Stellenweise. Das wüsste ich auch gern. Was transportieren wir eigentlich? Graphitfett, 16 Tonnen. Na gut, die werden in Soltau schon wissen, was wir damit anzufangen haben. So, der hier biegt jetzt Richtung Braunschweig und Hannover ab. Und wir fahren jetzt hier quasi einmal durch Uelzen durch. Ich meine mich zu erinnern, dass wir nicht wirklich durchs Stadtzentrum fahren. Aber das sehen wir ja gleich. Hansestadt ist es hier auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt erstmal die zweite Ausfahrt aus dem Kreisel und das sieht hier tatsächlich noch nicht wirklich so aus wie die Stadtmitte, die eigentlich ausgeschildert war hier in die Richtung. Oder war da auf das Schild? Biegen Sie rechts ab. Schloss oder so oder Museum, irgendwas stand da, genau, Schloss Museum. Aber nach rechts geht es auf der B71 nach Soltau und da wollen wir ja auch hin. Das heißt, das Schloss und das Museum, das lassen wir jetzt einfach mal hinter uns. Wenn einer von euch hier die Ecke kennt, dann wie immer, schreibt unten rein, ob die es gut getroffen haben bei der Promods. Aber wir sind hier auch mehr oder weniger. Gut, wir sind nördlich von Hannover. Könnte man das, wo wir jetzt sind, schon Norddeutschland nennen? Weil in Norddeutschland hat man es ja eigentlich nicht so mit Schnee, aber. Naja, was soll's. Vielleicht wäre eine Tour über irgendeine bergige Landstraße in Österreich passender gewesen, aber irgendwie hatte ich auch einfach mal Bock auf Deutschland. Kann man mir, glaube ich, auch nachsehen als jemand, der in Deutschland wohnt. So, was ist das jetzt für ein Ort? Heimke, okay. Wir retardern uns einfach mal runter. Ich bin nämlich auch auf der Landstraße schon viel zu schnell unterwegs gewesen gerade. Jetzt können wir ganz entspannt mit 50 durch den Ort rollen. Und der nächste ist, okay, Örel oder sowas. Ich glaube, genau die Strecke bin ich auch schon mal. Kann aber sein, dass es in die andere Richtung war mit einem Weco S-Way gefahren. Und da war ich voll geflasht. Da hatte ich voll Spaß hier dran und habe das zu einer meiner Lieblingsstrecken auf der gesamten Promods erklärt gefühlt. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die ich definitiv auch im Winter unterschreiben würde. 17.000 Kilometer hat unser Magnum gerade voll gemacht. Was mich sehr, sehr freut. Ich glaube, ich werde offscreen auch noch ein bisschen mit dem weiterfahren. Jetzt gleich, nachdem ich den das Video hier zu Ende aufgenommen habe, weil ich würde normalerweise gerne noch ein paar Videos aufnehmen. Meine Stimme macht gerade einen ziemlichen Abgang. Deswegen werde ich mich wohl noch ein bisschen gedulden müssen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen was vorproduziert. So, jetzt sind wir in diesem Örl. Ja, ist ein kleines Dörfchen, aber eine Bushaltestelle, ne? Und jetzt geht es hier auch wieder raus. Quasi mit doppelten Leitplanken oben und unten. Finde ich auch cool. Ist ein geiles Detail. Warum funktioniert mein. Ach ja. Habe ich mein Navi eben ausgemacht? Bin ich die ganze Zeit schon ohne Navi unterwegs? Bin ich verwirrt? Ist ja auch wurscht. Wir sind jetzt auf jeden Fall endlich in Soltau angekommen. Wahrscheinlich habe ich mein Navi einfach zwischendurch kurz ausgemacht und habe mich jetzt selbst drüber erschreckt. Wir retarden uns mal ein bisschen runter, ne? Wir wollen jetzt hier auch nicht ganz so extrem schnell durch die Gegend rasen. Aber wir haben auf jeden Fall Soltau erreicht und wenn ich mehr Videos mit dem Frosty Weather Mod machen soll oder irgendwann auch nochmal mit dem Heavy Winter Mod, dann müsst ihr mir das einfach unten reinschreiben und dann werden wir das Ding definitiv öfter sehen. Mich würde einzig und allein auch interessieren, ob der auch mit der Allroad, sorry, ich bin ein bisschen müde, Allroad Netmap kompatibel ist. Was ist eigentlich seine Mission? Die Polizei fährt erstmal ganz entspannt durch den Drive-In. Aber was zum Teufel machst du denn hier?
Jetzt steht er da mit Warnblinker rum und ich kann euch eins sagen, er wird, weil wir jetzt hier direkt von der Kreuzung stehen, auch nicht mehr hier wegkommen. Der wird jetzt für immer da stehen. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr rausfahren muss. Aber da ist er auch definitiv selbst schuld dran, ne? Gibt es ja gar keine Diskussion. Ich hoffe, die Ampel wird bald mal grün. Wird sie auch. Ja, das können die beiden da jetzt unter sich ausmachen und ich fahre ganz entspannt meine Fracht abladen. Ich bedanke mich auch schon mal bei allen, die dabei waren, fürs Zusehen. Freut mich immer wieder, dass ihr da seid und meine Videos so fleißig schaut. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wo genau. Da vorne muss ich rein, glaube ich, ne? Ja. Also, es freut mich, dass ihr nach wie vor so zahlreich vertreten seid. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sie haben Ihren Bestimmungsort.